Freunde der Fitness und Gesundheit, erstmal wollte ich einen ganz herzlichen Gruß an euch da draußen loslassen, die ihr alle so fleißig meine Videos schauen. Ich hatte heute eine Dame und ihren Göttergarten zu Besuch aus Düsseldorf. Ganz liebe, nette, tolle Menschen. Vornamen kann ich ja sagen. Silke und Stefan, wenn ihr jetzt zuschaut, hallo. Das hat super viel Spaß gemacht heute mit euch. Und viele denken immer, dass so ein YouTuber, ich glaube, so darf man sich auch erst nennen, wenn man so 100.000 Abonnenten hat oder 1 Million oder so, aber jemand, der YouTube-Videos macht, so wie ich, dass der die Videos nur macht für die Leute da draußen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass man genauso viel Feedback und Energy als YouTuber bekommt über die, die zuschauen, wie man versucht abzugeben an die, die diese Videos schauen. War das verständlich? Also, ich kriege genauso viel Energie durch euch, wie ihr hoffentlich auch durch mich kriegt. Und deshalb auf diesem Weg, das soll jetzt mal ein Video sein für all die Leute, die da draußen gerade so ein bisschen mit Schicksalsschlägen zu kämpfen haben oder an einen Scheideweg kommen. Sagt man Scheideweg? Ja, also an eine Weggabelung an ihrem Lebensweg. Meine Güte, ist das eine Grammatik. Okay, ihr könnt mir trotzdem folgen. Wo man vielleicht nicht mehr weiß, was soll ich machen oder wie geht's weiter oder, und ich kann euch eins versichern. Es geht immer weiter, solange ihr nicht stehen bleibt. Das ist das ganze Geheimnis. Wenn ihr weitergeht, wenn ihr euch bewegt, man sagt ja, Stillstand ist Rückschritt, und wenn ihr euch bewegt und wenn ihr dann noch versucht, immer, ihr sollt euch nichts einreden, aber eine positive Grundeinstellung zu haben und nicht nur an das zu denken, was gerade so ein bisschen schräg läuft, sondern zu sagen, also das ist so, früher habe ich Moderation gemacht oder habe ich moderiert, so. Und dann stehst du da teilweise vor einer Menschenmenge von 5.000 Menschen und du siehst sowieso nur die ersten 2.000, 3.000, die vorne stehen, da hinten die letzten 2.000 siehst du eigentlich gar nicht mehr, weil es so kleine Anwesen sind, und deshalb konzentrierst du dich auf die vordere Front. Und dann ist es ein Tipp an euch mal, wenn ihr auch mal vor 5.000 Leuten moderiert und sagt, Ladies and Gentlemen, tonight in the red corner of the ring, the heavyweight champion of the world. Wenn ihr das macht, dann guckt nur die Leute an, die wirklich so, ja, ja, also die voll Feuer und Flamme für eure Moderation, für das Event sind und sagen, ja, jetzt geht's gleich los, hier Boxkampf und so weiter. Guckt nicht die an, die sagen, mach mal dich vom Acker, ich will dir die Boxer sehen, oder die denken, ich habe gar keine Lust, oder guckt euch nicht Besoffenen an, oder die, die gerade irgendwie mit dem Handy am Rumtippen sind und ihr denkt, hallo, aufpassen hier, Event, gerade spannend. Also schaut euch nur die an, die wirklich Feuer und Flamme sind und die lächeln und die Spaß haben an ihrem Abend und hergekommen sind, um sich zu amüsieren. Weil die geben euch dann ein positives Feedback und ihr seid dann bekräftigt und bestätigt in dem, was ihr macht. Weil wenn ihr die anguckt, die dann so, dann möchtet ihr fast in Interaktion mit diesen Leuten geraten und sagt, was ist denn los hier? Hallo, nicht wegpennen hier. Ich habe nichts davon, wenn gleich hier vorne zwei klatschen, da hinten einer schreit und der Rest pennt. Ja? Und deshalb, so müsst ihr das auch im Leben machen. Oder solltet ihr das im Leben machen. Haltet euch an die Leute, die euch zusprechen. Haltet euch, das ist jetzt vielleicht kein großes Gesundheitsvideo, aber das ist ein Teil der Gesundheit, dass man, wenn es mal hart auf hart kommt oder wenn ihr mal vor Problemen steht oder wenn ihr euch zum ersten Mal auch eure Probleme euch vergegenwärtigt und reflektiert und sagt, okay, da muss ich was ändern. Ich kann nicht weiter die Augen davor verschließen und weitermachen, weitergehen auf diesem Weg. Manchmal merkt man, man geht auf einem falschen Weg und denkt, ja, will ich überhaupt Bewegung, einfach geradeaus, und das ist falsch. Erkennen, okay, ich bin hier falsch gelaufen, und dann gucken, wo gibt es hier die nächste Weggabelung, wo kann ich hier abbiegen und vielleicht in die richtige Richtung gehen. Und das ist so das, was ich euch mitgeben will für die Leute da draußen, die sagen, alles scheiße und warum habe ich das gemacht und so ein Mist und das hätte ich vorher sehen müssen und was auch immer. Erstmal, wir sind alle nur Menschen, und ich glaube, ein Fehler wird es dann, wenn man ihn nicht korrigiert.
Ja, also eigentlich lernen wir nur aus Fehlern. Also wenn ich immer nur gewinne, angenommen, ich bin Tennisspieler und ich gewinne immer nur, dann verbessere ich mich nicht, weil ich denke, ich bin der Größte. Habt ihr gesehen schon wieder hier? 10 Asse. Dann reflektiert man ja nicht seine Spielleistung und seine Fehler. Erst wenn ich verliere und denke, oh, warum habe ich verloren? Was hat der besser gemacht? Was muss ich mehr, den Aufschlag, den muss ich mehr üben. Alles klar. Und wenn man das reflektiert, dann wird man besser. Und dann entwickelt man sich. Und das ist, glaube ich, so auch ein Teil dessen, was man daraus positiv beziehen kann, dass man sagt, okay, wenn das Leben mir Zitronen gibt, mache ich Limonade draus. Und denke ich, es ist sauer. Ja, oder wenn das Leben eine Tür schließt, öffnet es ein Fenster. Oder das Glas ist halb voll oder halb leer. Ja, also immer eher so, weil dann kommt ihr raus aus der Nummer. Und dann kommt ihr gestärkt und besser raus aus der Nummer, als ihr vorher reingekommen seid. Weil das ist das, was uns so Oma und Opa oder Papa und Mama immer mitgeben wollten. Diese Erfahrung und dass wir nicht die Fehler machen, die sie gemacht haben. Davor können sie uns nicht bewahren, weil es unser eigenes Leben ist. Aber wir können daraus lernen, dass man aus so einer Situation gestärkter und gefestigter hervorgeht. Und deshalb für diejenigen, die jetzt abnehmen möchten und sich schon ewig lang damit rumkämpfen, ihr könnt nur versagen, und das zu 100%, wenn ihr aufgibt. Wenn ihr kämpft und weitermacht und auch mal euren Weg reflektiert und sagt, okay, Low Carb war doch nicht so mein Ding. Ja, und ich mache das jetzt auch nicht weiter. Ich gehe jetzt mal auf High Carb, Low Fat oder. Und was Neues ausprobiert. Und sagt, dann sagt ihr vielleicht, das hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Das hätte ich nie, ich dachte immer bla 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 bla. So, und genauso ist es, wenn ihr vielleicht sehr untergewichtig seid. Ja, so, gibt ja auch Männer und Frauen, die wiegen nur 50, 60 Kilo. Also Frauen 50 Kilo, Männer 60 Kilo und sagen, oh, ist alles dünn und so und ich möchte mal ein bisschen Masse und ein bisschen Muskeln. Ihr könnt das schaffen. Ihr habt sogar einen von Gott gegebenen Vorteil, ihr werdet nicht dick. Ja, weil ihr so einen schnellen Stoffwechsel habt. Habt natürlich den minder gemäßigten Vorteil, dass ihr auch sauber essen müsst und gut essen müsst und viel trinken müsst und das richtige Training machen müsst und dann seid ihr erfolgreich. Oder ihr habt gerade Schicksalsschläge, ja, euren Job verloren oder ihr habt den Job gekündigt und wisst jetzt nicht, was wird Neues kommen. Wird der nächste Job genauso scheiße? Nein, der wird bestimmt besser, weil ihr jetzt diesmal schon so ein bisschen den Fokus, so die ihr habt so ein bisschen die Antennen ausgefahren für das will ich nicht und das will ich, ja, und sucht euch dann schon die nächste Stellung mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Blickwinkel aus, als ihr in den ersten Job reingestolpert seid. Da war der froh, dass ihr überhaupt vielleicht einen Job habt oder was auch immer. Ja, oder wenn es mal finanziell eng wird und ihr denkt, boah, wie soll ich das bezahlen? Ihr wisst ja nie, was die Welt da draußen für euch noch zur Verfügung hat. Es gibt so viele Sachen, die ihr gar nicht beeinflussen müsst und könnt und die euch trotzdem in die Karten spielen. Ja? Also ich meine jetzt nicht, dass da irgendwo eine Tante stirbt, die ihr noch nie gesehen habt und die euch dann einfach 100.000 Euro vermacht, weil ihr der Einzige seid, der sie nie angepumpt hat, ja, die reiche Tante. Und dann müsst ihr auch nachher sagen, ja, ich habe nie ihre Nummer rausgekriegt, ich kannte die gar nicht. Ja, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass da draußen auch andere Leute für euch manchmal Sachen tun, ohne dass ihr das direkt auf dem Zettel habt. So, Entschuldigung, das rutscht hier alles ein bisschen. So. Also von daher, das soll auch nur ein kurzes Video sein, so als Hintergrund, dass ich den Leuten da draußen, dass ich euch mal ein bisschen Mut zusprechen möchte, wenn es mal hart auf hart kommt, bleibt am Ball. Jetzt rattert es hier gleich, bin ich auf so einer Holperstraße. Moment. So. So geht's, ne? So, also, Freunde, kämpfen, dranbleiben, nicht aufgeben. Mit dem Herzen dabei sein und immer wissen, morgen geht die Sonne wieder auf. Und morgen ist ein neuer Tag und neues Glück. Neuer Tag, neues Glück, so sagt man. Also von daher, macht was da draus. Und Sascha denkt an euch. Okay, alles klar.
Vielen Dank und einen schönen Abend und eine gute Nacht.